Heute sind Abwasseranlagen das Thema im Hörsaal in Holzminden. Svenja Schärfer studiert Wirtschaftsingenieur Infrastruktur. Bei dem Bachelor geht es um Verkehrswege, Wasser- und Energieversorgung, Telekommunikationsnetze und Abfallwirtschaft. Welche Fächer auf dem Stundenplan stehen? Wir fangen im ersten Semester an mit Mathematik, dann kommt Datenverarbeitung dazu. Die Studierenden lernen auch ein bisschen was über das Bauen, über Baustoffkunde, Baukonstruktion. Und so vom dritten Semester an geht es los mit Siedlungswasserwirtschaft, Verkehrswesen, Energietechnik und das sind die technischen Bereiche und in den kaufmännischen Bereichen eben Kosten- und Leistungsrechnung, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Recht gehört dazu, Organisation und Personal. Und wen das Wort Mathematik schreckt? Kein Stolperstein. Es gibt Vorkurse, die alles Notwendige auffrischen. Soweit die theoretische Seite. Praxis wird auch groß geschrieben. In Praxisprojekten und Praktika. Svenja Schärfer hat ein Praktikum bei Hildesheims Energieversorger EFI gemacht. Ihr Thema dort? Die eigentliche Aufgabe war halt, eine Übersicht über Areal- und Objektnetze zu entwickeln, wo man dann raus erkennen kann, welche Netze der allgemeinen Versorgung sind oder Netze, Arealnetze oder Objektnetze. Ich habe eine Auflistung gemacht, welches die Faktoren sind, wo man drauf achten muss, in eine kurze Übersicht, damit nicht alle Leute sich da so tief einarbeiten müssen. Und dann habe ich dazu so eine kleine Tabelle gemacht, wo dann nur noch kleine Kreuzchen sind, damit man sieht, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit es kein Netz der allgemeinen Versorgung ist. Und dann habe ich noch ein Prozessablaufdiagramm gemacht, wo man einfach nur den Weg verfolgen muss, um rauszufinden, welches Netz es ist. Svenja Schärfer war für ihre Aufgabe gut gerüstet. Ihr Praktikumschef sagt, warum die Energiewirtschaft gerade jetzt junge Leute wie sie braucht. Heute haben wir eine hochgradig spezialisierte Situation. Das ist im IT-Bereich, das ist im Netzbereich, das ist in der Frage von Asset Management. Das ist das Thema, wie reguliert uns die Bundesnetzagentur im Stromnetz und im Gasnetz? Was passiert auf der Wasserseite? Wie macht man Vertrieb? All das zusammen heißt, dass die gesamte Energiebranche ganz lebendig geworden ist, aber auch sehr schwierig und im Einzelfall arbeitend. Und das heißt für uns, wir brauchen gute, junge Leute. Auch in Studienprojekten lernt Svenja Schärfer die Praxis kennen. Unter der Leitung von Professor Dr. Dieter Grommers unterstützen die angehenden Ingenieure die Stadtverwaltung Hildesheim. In Niedersachsen hat sich das Haushaltsrecht grundlegend geändert. Es müssen jetzt die Kommunen mehr steuern über das, was bei ihrer Arbeit herauskommen soll und weniger über das, was man reinsteckt in die Produkte. Und deswegen ist es nötig, mal zu definieren, wo wollen wir eigentlich mit unseren wesentlichen Produkten hin? Was wollen wir schaffen? Und deswegen müssen Kennzahlen entwickelt werden, an denen man messen kann, was man geschafft hat, damit man hinterher mit dem Rat der Stadt vereinbaren kann, wir versprechen euch eine ganz bestimmte Leistung in ganz bestimmter Qualität, du Rat, gib uns das Geld dafür. Bei den Kennzahlen für die öffentlichen Schwimmbäder arbeitet Svenja Schärfer mit. Und wenn sie fertig ist, wo findet eine Svenja Schärfer als Wirtschaftsingenieurin Infrastruktur ihren Platz? Die Studenten sollen hinterher in der Praxis diejenigen sein, die sowohl die Ingenieure verstehen, als auch die Betriebswirte. Die sollen in den Betrieben die Verbindung herstellen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, neue Gebührenordnungen aufzubauen, dann braucht man da jemanden, der die Ingenieurseite versteht, der aber auch die betriebswirtschaftliche Schiene bewerkstelligt und die Kosten ermitteln kann. Deswegen gibt es Lehrveranstaltungen im Bereich Tiefbau, wenn es etwa um den Bau von Straßen geht, genauso wie es Kosten- und Leistungsrechnung als Studienfach bzw. als Modul gibt. Es sollen in den Betrieben diejenigen sein, die Projekte leiten und damit die Sprache aller verbinden müssen, die der Ingenieure und die der Kaufleute. Sie ist schon im sechsten Semester und schreibt bald ihre Abschlussarbeit. Die Deutsche Bahn hat ihr das Thema geliefert. Das Thema meiner Bachelorarbeit kenne ich schon, und zwar mache ich das bei meinem Praktikumsbetrieb für das Praxismodul bei der Deutschen Bahn in Hannover, und da schreibe ich über die Analyse der Planungskosten im Gewerk Oberbau im Regionalbereich Nord. Also Infrastruktur, oder je besser sie ist, desto besser geht es uns.